was ich in Kalia und WM geholt habe. Ja, einmal hatten die diesen schönen Stoffbeutel, wo drauf steht: Bücher verwandeln Muggel in Zauberer. Genau. Das andere aus Thalia, dieses wunderschöne Buch von George R. R. Martin, das Lied von Eis und Feuer. Leute, die die Serie dazu kennen, wissen bestimmt so ungefähr, worum es geht. Und das Buch wird ein Regal schön aufhübschen. Die anderen Teile werden auch nach und nach noch einziehen. Es gibt ja noch einige davon. Zumal hier vorne auch schön die Karten mit drin sind. Und hier hinten ist noch die. Genau. Dann die anderen Bücher werden noch auch noch einziehen, die Teile davon. Sind ja, glaube ich, 6 oder 7 Bücher, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, dann kommen wir zu DM. Da wanderte einmal das Cremebad mit Milch und Honigduft. Dann wanderten diese 3 Riegel mit, die man schön mit in die Brotbüchse packen kann und zwischendurch essen kann. Steht zwar ab 1 Jahr drauf, aber kann man ja auch, wenn man älter ist, noch essen. Genau, dann kam einmal dieses gut riechende Duschgel noch mit. Außerdem das Pink. Das nächste ist dann diese leckere vegane Schokolade. Ist auch von dieser Marke zumindest meine Lieblings-Schoki. Des Weiteren kam noch ein Hitzeschutzspray mit, was gut ist, wenn man zum Beispiel früh baden die seine Haare föhnen muss oder wenn man die glättet oder dergleichen. Genau. Dann kam noch einmal dieses Badesalz mit in der Duftrichtung Pflaume und Vanille. Mal gucken, wie es riecht und wie es sich auswirkt. Genau. Aber kann man sich ja mal mitnehmen. Dann kamen einmal in diesem Doppelpack noch ein Shampoo und eine Spülung mit. In Vanilleduft und Mandelölduft. Genau. Und das letzte aus dem DM ist dieser Hautklar 3-in-1 Tonerde. Braucht man ab und zu mal. Zumindest ich. Genau.